Herzlich willkommen, allen Freunde, zu Animal Crossing New Horizons. Heute ist der Hessentag, glaube ich. Und Melinda erzählt uns natürlich wieder. Ach, vielleicht heißt es auch Hessentag. Hessen oder Häschen, weiß ich aber nicht. Auf dem Festplatz. Und heute wird gefeiert. Wir haben sogar einen besonderen Gast. Ich wünsche euch allen ganz viel Spaß. Schaut einfach mal auf dem Festplatz vorbei. So, das war's für heute. Viel Spaß. Okay. Ich habe gestern Angelturnier ja gemacht, ne? Habe noch einmal über 100 Punkte gesammelt. Hab die dann abgegeben. Und dann habe ich gelesen um 17 Uhr, dass es den Goldpokal ab 300 Punkten gibt, ja? Habe ich gedacht, scheiße. Scheiße, wie soll ich das denn noch schaffen? Deswegen habe ich es einfach aufgegeben und hab. Du hast im Angelturnier die 100 Punkte geknackt und dir diesen bibbertollen Preis angelandet. Lass es beim nächsten Mal ruhig auch wieder so knacken. Und Akademie. Rang B, okay, schön. Wollen wir mal gucken. Gehen wir hier rein. Da, ich habe diesen Fischzauberstab bekommen. Und ich habe noch ganz andere Fischsachen bekommen, die zeige ich euch jetzt gleich. Von Loisus. So, Geschenk auspacken. Bronze-Angelpokal. So, jetzt haben wir schon mal den Bronze-Pokal hier. Sehr hübsch, sehr hübsch. Und ein Silberabzeichen. Okay, wir gehen mal hinten nach hier oben. Hier habe ich nämlich die ganzen Fischsachen hingestellt. Ein Fischteppich, zwei Anker, so Fische angeln. Ein Bild und die Tapete ist eigentlich ganz cool. Mal gucken. Hier, bitteschön, an die Wand. Sehr gut, was warst du? Achso, das warst du. Ja, den Fischstab, den finde ich ganz cool. Tada, ne? Der ist echt hübsch. Der ist wirklich hübsch. So, wir suchen jetzt erstmal Jorna. Wir brauchen nämlich Rüben. Rüben. Ja, ne? Meistens bist du am Strand hier, ne? Meistens. Habe ich ne? Ja, habe ich. Ah ja, ich habe auch ein Fisch-T-Shirt. Das sieht auch ganz cool aus, finde ich. Ja. So, das ist nicht Jona. Ich gehe erstmal hier rechts lang. Weil bis jetzt war so zweimal hier am Strand. Ein drittes Mal wäre dann nicht verkehrt, ne? Aber ich glaube, sie ist tatsächlich nicht hier. Ich glaube nicht. Wir gehen mal weiter. Nee. Nee, okay, hier ist sie nicht. Hier ist sie nicht. Müssen wir woanders hingucken. So, erkennt man es eigentlich auf der Karte, dass ich ein bisschen oben den Berg weitergemacht habe. Nur der Aufgang, der stört mich dann noch. Muss ich noch irgendwann machen. Falls man ihn überhaupt noch löschen kann, weiß ich nicht. Aber es ist ja eigentlich meine Insel, oder? Du bist nicht Jorna. Jorna. Da ist Jorna. Aber ich möchte mal eben hier noch ausbuddeln. Tada! Passiert. So, hallo Jorna. 91, okay, ich kaufe welche. Bitteschön. Her damit. So, erstmal wieder arm werden, ne? Ich komme gleich nochmal wieder, Jorna. Gleich komme ich nochmal wieder. So, wieder schnell nach Hause. Wie viel Geld habe ich noch? Genug. Genug. So, und hier kann jetzt eine Fliege, eine Ameise, glaube ich, irgendwann kommen. Wenn man eine Dose draußen liegen hat, dann kommen Fliegen, glaube ich. Irgendwie so.
So, euch nehme ich jetzt auf, weil das wird jetzt erstmal mein Rübenraum. So. Ablegen, ablegen. Ne, die will ich nicht ablegen. Dass ich hätte hier 10 gekauft. Seltsam. Ich würde nämlich ganz gerne den ganzen Raum hier voll haben. Das ist so mein Plan. Oh, ich habe gestern, ja, ich wollte eigentlich gestern früher schlafen gehen, damit ich heute Morgen joggen gehen kann. Aber ich habe mit The Circle Frankreich angefangen. Und oh mein Gott, ist das eine geile Serie. So was ähnliches wie Promi Big, also wie Big Brother. Nur irgendwie, dass die sich alle nicht sehen. Und das ist verdammt cool. Wirklich, das ist verdammt cool. Hat mir wirklich sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht, die Serie da zu schauen, dieses Format zu schauen. Und ich hoffe, es kommt auch nach Deutschland. Das war richtig geil. Dann habe ich gesehen, oh, Brasilien gibt es auch und USA auch. Oh, nice, 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 nice. Die schaue ich mir dann auch noch die Tage an. Warte mal eben. Doch nicht? Na, wie du willst. Warte, warte, ich möchte dich nochmal ansprechen. Und hier, 7-7. So, bitteschön. Achso, so viel habe ich gar nicht. Hast recht. 2. So, bitteschön. Ja, her damit. Hihihi, bis zum nächsten Mal. Ja. Du Schniefnase. Du Schniefnase. Ja, auf jeden Fall holen wir gleich noch die Pfirsiche, dann kaufen wir nochmal ein paar ein. Und dann bin ich, glaube ich, erstmal glücklich. Tatsächlich. Glücklich, glücklich. Ja, auf jeden Fall war das Format richtig cool. Sonst habe ich gestern Fear the Walking Dead endlich mal beendet. Also gefühlt, ne, schiebe ich die Serie ein ganzes Jahr schon hin und her. Also ich habe, glaube ich, letztes Jahr irgendwann angefangen, ne, die Serie. Also als sie neu rauskam, ne, habe ich natürlich die ersten Folgen gesehen. Und danach dachte ich mir so, oh, irgendwie habe ich überhaupt keinen Bock mehr. Wirklich nicht. Ja, und dann dank Corona, ne, habe ich es mal endlich geschafft, die Serie mal zu Ende zu schauen. Das war auch ein Werk, ey. Oh mein Gott. Wirklich. War echt. Serie, keine Ahnung, die ich wirklich vielleicht in jedem Monat vielleicht nur eine Folge gesehen habe, wo jeden Monat mindestens 4 rauskam. Das ist schon krank, Leute. Krank, krank, krank. Das ist aus Walking Dead für mich geworden. Aber es könnte jetzt besser sein. Weil ich habe jetzt gesehen, was im Finale der 5. Staffel passiert ist. Und ich bin glücklich. Ja, ich will niemanden spoilern, deswegen sage ich lieber doch nichts. Aber ich bin glücklich über die Situation. Ach. So. Ein paar physische aufsammeln. Dann gehen wir zu Nepp und Schlepp. Zu Nepp und Schlepp. Ich muss gleich einen Brief wegbringen. Ich habe keine Briefmarken, deswegen dachte ich, komm, ich fahre einfach zur Adresse und schmeiß den da ein. Das wird schon in Ordnung sein. Da, da sind Ameisen. Oha. Die sind da richtig schnell verschwunden. Okay, sehr interessant auf jeden Fall. Sehr, sehr interessant. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal eben zu Nepp und Schlepp. Ne? Nehmen noch einen Baum mindestens mit. Der gerade auf dem Weg ist. So, da ist schon die Brücke. Das heißt, den einen Baum, den können wir noch mitnehmen. Hier. Und dann gehen wir zu Neppi und Schleppi.
Dann wollen sie mich bestimmt abschleppen. Ich hab gestern nicht gegossen. Oh, ach, stimmt ja. Und abends, ne? Wollte ich ja eigentlich. Dings, ne? Ich hab grad nichts. Den Königsfalter jagen. Aber sorry, Leute. Ich bin gerade total verwirrt. Nee. Ich musste die Serie schauen. Das Format schauen. Es hat mich so süchtig gemacht. Ich habe auch gar nicht mehr an Animal Crossing nachgedacht. Das Marienkäfer, der interessiert uns nicht so sehr. Okay, dann gehen wir hier rein. Hallo Nook und Schlepp. Oh, habt ihr denn da Schönes? Beim Puzzle? Sehr interessant. Will was verkaufen. Pfirsich. Ei behalte ich mal. Ich weiß nicht, ob ich den noch brauche heute. Den habe ich zum Glück. Was haben wir hier? Achso, die Sachen. Abgemacht. Hätte gerne den Tisch. Also wäre das ja ein anderer Tisch, dann wäre das ja ziemlich cool gewesen. Achso. Es ist gar nicht der Tisch. Okay, ich hab verstanden. Nehme ich. Nehme ich dieses Katzengras? Nehme ich? Ich glaube, dieses Katzengras sind die einzigen Pflanzen, die bei mir mal was geworden sind. Puzzlerest? Den nehme ich auch. Nehme ich. Und dann zeig mir noch bitte die Tapeten. Leopardenmuster, oh Gott, oh Gott. Nee, keine Wünsche, ich bin weg. Tschüss, tschüss ihr beiden. Dankeschön. Ja, kein Ding, ich helfe gerne. Aber ihr könnt auch mal langsam hier, ne? Größer werden. Aber das sage ich euch ja schon seit Jahren. Gefühlt. So, dann holen wir dich mal eben raus. Und 10.000. Nee, warte mal, da ging nur 30.000 raus, ne? Warte, in den Geldbeutel. Und in den Geldbeutel. Ich meine, da kriegt man ja 30.000 raus, ne? Deswegen tue ich die einfach rein. So, bitteschön. Ich habe gerade keine 30.000, deswegen vergrabe ich euch. Bitte. So. Hallo, aber erstmal dir Hallo sagen. Am Strand habe ich eben eine sehr farbenfrohe Flaschenpost gesehen. Wer hat die wohl losgeschickt? Es war Osterhase, Mann. Okay, hi. Hoppi, die kleinen Zippeligos. Hallöchen, sagt Os. Ich bin über die sieben Meere hergereist, um die Ankunft einer neuen Jahreszeit zu verkünden. Yippie, lasst uns alle klatschen. Nein, niemand. Oh. Wir kennen uns doch. Du bist doch genau der nette Erdenbürger, der mich letztes Mal entdeckt hat. Du scheinst sein Versprechen gehalten zu haben, hast niemanden von mir erzählt, was? Mit dem auch, wie dem auch sei. Der große Tag ist endlich gekommen. Mein Tag. Jetzt hält auf dieser Insel die gute Laune ein. Zukunft für Fura, der Häschentag oder Häschentag ist da. Bereit? Dann sing mit. Am Häschentag gibt's keine Schokolade. Keine Bonbons und kein Kuchen, am Häschentag gibt's Glückseier. Der einzige Nachteil, du musst sie erst suchen. Du verstehst, was die Sache ist, oder? Mir ist immer noch kein besserer Reim auf Suchen eingefallen. Genau wie vorher schon gilt heute, 6 Sorten Glückseier sind deine Beute. Wenn du alle 6 Sorten aufspürst, werde ich dich reich belohnen. Nein, wirklich, der Preis ist erste Sahne und außerdem hier, bitteschön. Und Rezept? Weil du so schön mitfeierst, bekommst du direkt schon mal eine Anleitung für einen Häschentag-Tor. Also dann, wenn du alle Basta-Anleitungen finden willst, solltest du schnellstens loshoppeln. Denn nur wer alles davon bestellt, erhält eine exklusive... Habe ich denn hier schon alle? Ich gebe dir ein Glücksei deiner Wahl, wenn du mir dafür 3
einer anderen. Achso. Okay. Eier tauschen. Hier Glückseier. Schon gut. Also, warte. Habe ich das Tor noch nicht? Doch, oder? Ich habe das Tor noch nicht. Oh mein Gott. Ist nicht dein Ernst. Ich dachte, ich hätte alles. Ich dachte, ich hätte das Tor. Okay. Häkchen, Häkchen, Häkchen. Okay, überall sind Häkchen, das ist sehr gut. Müssen wir mal ganz, ganz schnell gucken hier hinten. Was wir dafür brauchen. Zwei von jeder Sorte. Okay, okay. Dann schnell nach Hause. Und hier ausbuddeln. Ein Ei. Okay. Ich glaube, Eier, die nehme ich mir jetzt gleich auch nochmal mit. So, ein Fossil. Perfekt. Jetzt ist Stress. Jetzt ist Stress, Leute. Mein Zeitplan war eigentlich um 9 Uhr den Brief mal eben wegzufahren. Wie viel haben wir? 8.43 Uhr. Oh, da muss ich mal gucken. Das ist auch... Ich hole das jetzt mal runter, weil ich weiß nicht, ob es doch noch mehr Rezepte gibt als die 37. Mal schauen. Da haben wir auch noch Eier. Dann hole ich jetzt erstmal alle Eier, ne? Die wir haben. Craften die. Zusammen. Und dann hoffen wir, dass wir alle haben. Ja, ja, so machen wir es. Müsste eigentlich genug Eier haben, oder? Vielleicht leere ich erstmal mein Inventar ein bisschen. Das Lager. Alles ins Lager. Die Fossilien gebe ich gleich ab. So. Dann wollen wir mal gucken. Wo sind sie denn? Hier unten. Oh Gott, habe ich 30 Felsglückseier. Das ist echt viel. So, dann wollen wir doch mal gucken. Achso, wir müssen erstmal noch was zusammencraften. Etwas herstellen. Nach unten. Muss doch irgendwie doch eine Art geben, wie man schneller nach unten kommt, oder? So, da, dich habe ich noch nicht. Super, genug fürs Erste, ich habe alles. Ich habe alles, Us. Ich hoffe, das reicht für ein Floß. Meilen. So, abholen. Sonst nichts wahrscheinlich. Nee, sonst nichts. Okay. Okay, okay, ich bin schon wieder auf dem Weg. Wo ist er denn? Ach, da. So, hier Os. Wie? Wo war's? Du hast alle Anleitungen gefunden und nachgebastelt? Du haust mich weg, du machst mich platt. Du hast dich selbst übertroffen und alle deine Ahnen. Ich weiß gar nicht, was ich da noch sagen soll, außer vielleicht... Edgy Badge, es geht noch weiter. Och, nee. Ich habe noch eine letzte Bastelanleitung für dich. Hier, bitteschön. Oh, alter Schwede. Okay. Sobald du ein Stehauf-Os gebastelt hast, bekommst du deinen Preis diesmal wirklich. Oh mein Gott. Der prankt mich ja auch nur, ne? Oh nein, ich hoffe, ich habe nur genug dafür. Ich hoffe, ich habe genug dafür, Leute. Ein Stehauf-Os. Für was brauche ich den, ey? Ist ja hier wieder. Hier, komm. Tom Nook, etwas herstellen. Ach, wieder nach oben. Oh Gott, ey, ist das nervig. Wirklich. Oh Gott, ist der hässlich. Danke. Genug fürs Erste.
Ich gehe mal eben hier ran, damit ich die Punkte bekomme. Ja, danke. Ne, ich will nichts machen. Gefühlt ist da eh immer das Gleiche. Ach. So, habe ich hergestellt, Junge. Dein unüberglückliches Grinsen verrät dich. Du bist mit allen Aufgaben fertig. Sogar den süßen kleinen Steh-auf-Urs hast du gebastelt. Glückwunsch, Gratulation. Deinen Preis hast du jetzt mehr als verdient. Oh Gott, noch eine Anleitung. Was ist das denn jetzt? Eine Anleitung für einen Häschenstab. Und sag jetzt bloß nicht schon wieder nur eine Anleitung. Nach all diesen Bastelfreunden ist es Zeit für einen letzten Häschentanz. Ein Gewinner bist du, ein Gewinner bist du, ein Gewinner, ein Gewinner, ein Gewinner bist du. Aber der Häschentag-Spaß hört hier natürlich nicht einfach abrupt auf. Das Fest läuft gnadenlos den ganzen Tag durch, also genieße es, solange du kannst. Dass du so brav und Sammelchaos teilgenommen hast. Junge, erlernen. Das ist mein Preis, oder was? Ein Stab? Wenn da jetzt ein Häschen vorne dran ist, dann fände ich den cool. Aber ein Ei fände ich nicht ganz so cool. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ja, bei Fischen ist nämlich schließlich auch keine... Oh Gott, da wollte ich gar nicht hin. Keine Ahnung was, ja? Nee, lass mich in Ruhe. Oh, ja. Etwas herstellen. Oh, jetzt kann ich schon wieder nach oben. Oh, das ist tatsächlich ein Alter. Sternsplitter? Okay, dann habe ich, glaube ich, zu Hause. Glaube ich. Bin mir noch nicht sicher. So, also um 9 Uhr, also ich weiß gar nicht, wie lange ich dahin brauche. Vielleicht so 10 Minuten. Müsste ich das ja schaffen, dass ich um 10 wieder da bin, damit ich Sport machen kann. Oder ich mache draußen Sport. Aber draußen sind Leute, Menschen. Deswegen würde ich, glaube ich, ich mache Sport zu Hause. Wie immer. Ja, wie immer. Okay. Ich wollte noch Eier abgeben. Ja. Glückseier, Krönung hier. Was gibt's? Hier, Glückseier. 2, 3, 4, 5 und 6. Juhu, du hast alle 6 Sorten Glückseier gefunden. Welch Glück, welch Freude, welch Riesenspaß. Dann nehme ich mal ein Stück von jeder Sorte. Ja, klar. Bitteschön. Kriege ich jetzt ein Möbel oder so? Bitteschön. Was ist das? Häschentagkorb. Haben wir die Sachen nicht schon? Ich guck mal. Ich mach das jetzt zu lange. Bis ich fertig bin, bis ich nichts mehr hab. Achso, ich hab schon keine mehr. Okay, dann nicht. Dann nicht, Urs. Dann war's das mit dem Event. Mit dir. Ne, es hat mich sehr, sehr gefreut. Ich verkaufe jetzt eine Eier. Davon habe ich nämlich sehr, sehr viele. Aber erstmal hole ich mir noch ein paar Pfirsiche. Pfirsiche hüpfen über. Ich habe Gargoyles außerdem weitergeschaut. Bin so bei Staffel 2, Folge 14 ungefähr. Ne? Ja. Aber irgendwie weiß ich nicht. Früher als Kind fand ich die Serie vielleicht cool. Jetzt nur so, ja, okay, ist eine interessante Serie. Aber man merkt schon, dass man etwas älter geworden ist, tatsächlich. Aber das merke ich auch schon bei Detektiv Conan leider. Dass ich einfach zu schlau für diese Fälle bin. Wo manchmal sind die echt so abgespaced, ne? Da denkt man sich, what? Aber ist in Ordnung. Die besten Fälle sind eh, wo ganz, ganz viele Leute sind, dass man auch viele Verdächtige hat. Und nicht nur 3 oder 2, ne? Die wohnen alleine, ne? Mit einer Nanny oder so, dann ist ja klar, wer da der Mörder ist. Ey, hallo? Natürlich die Nanny, ne? Wer sonst? Wer sonst? Ja gut, den Häschentag hätten wir abgeschlossen. Das ist ja eigentlich sehr gut, ne? Dann gibt es ab morgen diese Eier nicht mehr, die mein Leben hier nicht bereichert haben. Nee. Auf keinen Fall. Kein Fall. Ja, deswegen holen wir uns noch die Pfirsich, kaufen wir uns noch Rüben. Dann gehe ich duschen. Oh,
Stimmt ja, ich muss da raus. Aber ich will nicht zweimal am Tag duschen gehen. Hallo? Ich dusche eh schon so lange. Nee, ich gehe nachher duschen nach dem Sport, glaube ich. Ja, ich traue mich gleich so aus dem Haus. Ja, ja, das ist, glaube ich, besser. So, komm. Hoppi, hoppi, doppi. Ich muss ja nur zum Briefkasten gehen. Ja, 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 dann mache ich so. Pfirsiche, ey, das sind immer so viele Pfirsiche. Ach, da komme ich nicht durch. Komme ich nicht durch, ich bin einfach zu dick. Zu dick, zu dick. So. Komm, 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 wir haben auch noch. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Ich meine, ich habe gestern beim Angel-Ding, ne, zumindest 100.000 Sternis verdient. Das ist ja zumindest etwas, ne? Ich bin zwar ein bisschen blöd, find's ein bisschen blöd, dass man wirklich 300 für den Goldpokal braucht, ja? Das braucht man noch nicht mal für die alten Teile, ja? Das war irgendwie krank, weil ich hatte keine Lust, jetzt 3 Stunden da herumzuwecken, vor allem, weil ich es erst 1 Stunde vor Eventende erfahren habe. Ich habe mir dann so kurz überlegt, will ich die Zeit rückstellen? Dann habe ich mir aber gesagt, nee, eigentlich nicht. Nee, nee, komm, lass. Dann mache ich das nächstes Mal. Das Angelturnier, das gibt es 4-mal im Jahr, jeden zweiten Sonntag. Das Insektenturnier, glaube ich, jeden 4. Sonntag. Das müsste dann auch bald kommen. Und da müssen wir dann wirklich 300 Punkte sammeln. Dann weiß ich das zumindest auch. Ich denke, für Insekten geht wohl das Gleiche, oder? Ich glaube schon, ich glaube schon. Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe es zumindest. Oh, oh, das ist ja wieder eine Arbeit, Leute. Glaub's mir. Und so viele Pfirsiche. Wie viel Platz habe ich überhaupt noch? Okay, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Und sonst heute ist, glaube ich, Sonntag ist heute. Sonntag ist ja heute schon. Morgen Montag. Morgen ist, glaube ich, frei, oder? Für jeden? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte eigentlich nie mehr keine Ahnung. Keine Ahnung. Weiß auch gar nicht, was ich nachher noch schauen soll. Serientechnisch. Sonst muss ich hier The Circle in USA mal anfangen. Aber da ist keine hübsche Frau dabei, leider. Wie in... wollte gerade Brasilien sagen. Aber Brasilien war das, was ich auch noch nicht gesehen habe. Wie in hier, Frankreich. Frankreich. Ach, das war echt cool. Wirklich. Mega cool. So, wie viel Platz habe ich noch? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ich kann zählen, 15, 16, 17, habe ich richtig gezählt? Ja, habe ich. Und perfekt. Ein Baum ist übrig geblieben. Es tut mir leid, Baum. Das nehme ich auch mal mit. Dich kann ich aber erst gleich holen. Also ich muss mal hier eben was ablegen, ne? Weil ich möchte ja eigentlich ganz gerne, da die Ameisen haben. So, wie. So, wie kriege ich euch? Müssen wir einmal so gucken. Habe ich eine? Ja, ich habe eine. Nice. Ich habe eine Ameise, Leute. Perfekt. Perfekt, perfekt. Ja, warte mal eben. Ich lege mal eben hier hin eine Angel ablegen. Und noch eine Angel ablegen. Kann ich nämlich alles mitnehmen. So, dann nehmen wir dich mit. Und dich kann ich öffnen.
Auspacken. Elektronik-Set. Okay, cool. Ich würde sagen, wir gehen mal eben zu Eugen und danach gehen wir Sachen verkaufen. Das klingt nach einem Plan. Euch kann ich, glaube ich, noch mitnehmen. Und da will ich euch erstmal nicht wiederfinden sehen, ja? Ja, yeah. Ah ja, ey. Ja, ah ja, ey, wie viel haben wir? Ich weiß es nicht. Ich gucke jetzt. Oh, 2 Minuten, okay. Naja, muss ich ein bisschen überziehen, egal. Egal. Hallo, Eugen. Fossilien analysieren. Bitteschön. Ist da was Schönes bei für dich? Oh ja, Neues ist dabei. Okay, cool. Cool, cool, cool. So. Ich will einfach stiften, Eugen. Bernstein einmal. Was ist das denn? Den können wir verkaufen. Okay, den auch. Jawohl, jawohl. Oh ne, ich will nichts stiften. Ich hab nichts mehr. Ich weiß, sorry, ich hab nichts mehr. Ach, dann können wir gleich auch noch bei Tina und Sina kurz vorbeischauen, wenn wir verkauft haben. Stimmt. So. Dann gehen wir da mal schnell hin. Très bien. Oh, ich wollte eigentlich auch mal wieder mit Sprachen anfangen. Ich wollte auf jeden Fall mal Englisch mal perfektionieren. Ja, das wollte ich eigentlich machen. Das kann ich vielleicht heute auch noch anfangen. Ich will was verkaufen. So ein paar Sachen hier. Die ganzen Eier brauche ich nicht mehr. Hier ist ein Tag-Korb, behalte ich mal. Ich weiß nicht, ob ich den noch brauche. Und was will ich behalten? Vielleicht behalte ich die Eier doch. Warte, das Tor verkaufe ich auch nicht. Ich behalte die Eier, glaube ich. Ich glaube, es ist smarter, die zu behalten. Für irgendwann. Oder falls sie irgendjemand dann noch braucht. Dann hätte ich sie nämlich noch. Ja, vielleicht machen wir so. Ich weiß, es würde mir jetzt 3000 geben, die 30 Eier, aber 3000 ist jetzt nicht ganz so viel. Ja, dann machen wir es so, genau. So, jetzt gehen wir mal eben zu Tina und Sina. Bonjour. Ich bin's, euer Franzose. Ja, ich kann euch aber sagen, meine 2 Lieblingscharaktere aus dem Circle haben leider nicht gewonnen. Die wurden vom sogenannten Gewinnerteam abgelöst, ey. Oh, noch ein neues Stoffdesign. Oh, danke schön. Wie viel hast du denn? Danke. Da wollen wir mal hier reingucken. Bürohemd, okay. Das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Eine Schwarzhose habe ich, glaube ich, gar nicht. Die hier würde ich, glaube ich, im realen Leben anziehen. Was haben wir noch? Feuerwehrkostüm. Okay. Ha, das ist ja cool. Wanderkopftuch. Alter, als ob ich das nicht mehr sagen. Ignito. Oder sowas. Zur Kasse gehen. Kopf kaufe ich. Oh, das sieht ja spitze aus. Ja, sehe ich auch so. Danke, tschüss. Bis bald. Kann ich meine eigenen Designs auch auf meine Möbel machen? Ist ja auch cool. Genau. Wir wollten noch eben hier weitere Dinge kaufen. Och man, ich müsste eigentlich jetzt wirklich alles hier machen, ne? Alles verkaufen und so. Damit sich das auch gut lohnt. Ja, okay, dann muss ich leider überziehen. Dann muss ich meinen Zeitplan etwas
weiter nach hinten verfrachten. Oh nein, ich habe das. Oh nee, ich habe mein Hackfleisch noch nicht aufgetaut. Muss ich gleich dran denken. Das darf ich nicht vergessen. Weil sonst stehe ich naja hier. Und denke mir so, ach ne, ich habe Hunger, aber ich muss nur warten. Ich habe nämlich heute richtig Hunger auf Spaghetti. Hatte ich schon seit ungefähr vielleicht 2 Wochen nicht mehr. Und das ist echt, wow, lang her. Und ich freue mich auf Zwiebeln. Oh, oh, gestern hatte ich Bratkartoffeln, ne? Mit Schnitzel. Oh, auch sehr, 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 sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Ich dachte eigentlich, die Bratkartoffeln, die wären nicht durch. Aber sie waren dann doch durch. Sonst hätte ich irgendwann mal Bauchschmerzen bekommen, aber ich hatte diesmal keine Bauchschmerzen. Das war sehr schön. Sehr, sehr schön. So, Äpfel hier, Äpfel da, Äpfel überall. Und hier Orangen. Sind auch nochmal Orangen. Hallo, kleine Maus. Ja, ja, ich sammle nur für dich. Nur für dich. Junge Jorna. Und ich hoffe, du respektierst das, ja? Dass ich nur für dich hier sammel, ernte. Oh, so stressig alles. Arme Jorna. Dass du jeden Morgen so früh aufstehen musst. Und auf meine Insel reisen musst. Das ist auch Stress pur. Ich verstehe das. So, hier haben wir alles. Dann gehen wir mal hier weiter gucken. Stimmt, hier unten könnten auch noch Kokosnüsse sein. Genau. So. Ist ja eigentlich alles sehr schön hier. So, haben wir hier auch noch? Ne, hier hinten haben wir keine. Okay. Okay, okay, okay. Ich renne ja schon. Einmal durch die Blumen, die kaputt machen. Hier links war glaube ich eh nichts. Außer der Geldstein vielleicht. Aha, einmal so und so. Und daneben natürlich, ne? Und, nee, ist nicht der Geldstein, habe ich keine Lust zu. Knallhart einfach. Knallhart bin ich. So, Orangen. Mag ich Orangen? Nee, ich glaube, Orangen ist somit das einzige Obst, was ich irgendwie nicht so geil finde. Pfirsiche sind mega geil, vor allem mit Milchreis. Kirschen, oh, himmlisch. Erdbeeren, super. Äpfel, super. Birnen, super. Kokosnüsse habe ich noch nie gegessen. Wieso sehen die Kokosnüsse hier eigentlich aus wie Mais? Ich glaube, das ist eine berechtigte Frage, oder? Sehen die woanders anders aus? Ich dachte, die wären so bräunlich. Also diese Schale halt, ne? Wie sie jeder kennt. Oder oben ist noch irgendwas. Gut zu wissen. Also ich glaube, es zieht heute jemand aus. Also morgen ist glaube ich jemand weg. Ich glaube, ich muss sicherheitshalber mal durch alle. Ach ne, ein Ei brauche ich echt nicht. Durch alle Häuser gehen. Aber ich habe so das Gefühl, dass heute jemand auszieht. Ich weiß nicht wer, ich weiß nicht wo. Aber einer ist glaube ich am Koffer packen. Weil normalerweise passiert das irgendwie alle 3 Tage, dass jemand umzieht. Und bei uns ist es jetzt schon recht lange nicht mehr passiert. Deswegen ist das so meine Vermutung. Achso, ne, da waren wir gerade. So, dich noch hier. Dann bin ich, glaube ich, fertig. Obwohl oben waren noch Bäume. Genau, ja, da sind noch Birnenbäume. Wie viel Platz habe ich? Platz habe ich noch genug. Okay. Wäre natürlich schön, wenn es nicht Koalaschen wäre. Oder die Katzen, weil die sind cool. Habe ich mehrere Katzen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Dann nur die Katze Mischka. Und Misusu. Misusu war, glaube ich, der Bär, oder?
Da ist Jesse. Jesse bleibt also auch hier. Sehr schön. Ja, Pamela, ich hoffe, ne? Du sagst Tschüss. Au revoir. Au revoir. Nehme ich alles mit. Mann. Ich habe sogar schon gegoogelt, ob man sich vielleicht bewerben kann für den Circle hier in Deutschland. Aber ich habe nichts gefunden. Leider. Ich hätte mich nämlich sehr, sehr gerne darauf beworben. Weil ich finde, das ist echt ein cooles Format. Das passt zu mir, glaube ich. Schriftlich stark. Mündlich nicht ganz so gut. Aber schriftlich ist halt gut bei mir. Ich schreibe nämlich echt gerne. Gerne, gerne. Und die konnten sich selber entscheiden, was sie für Profile wählen. Die könnten ein Fake-Profil machen. Oder halt auch ihr reales Ding nehmen. Das ist denen überlassen. Das fand ich richtig cool. So. Ich will was verkaufen. Sonst noch was? Nee, ne? Das war's, glaube ich. Ja. Okay, nicht ganz so viel, aber ist nicht schlimm. Dann holen wir jetzt uns die letzten Rüben. Und dann war es das auch mit dem Part. Ach ne, wir wollten nur durch alle Häuser durchgehen. Das können wir ja nur machen. Mache ich das jetzt? Hallo? Hallo, hallo? Wer ist denn da? Wer will nochmal? Vielleicht kriegen wir auch ein Rezept noch. Oh, er hat Besuch. Hi. Uhu, wolltest du etwa auch Atze besuchen? Was für ein Zufall. Na cool, dann tschüss. Aber viel Spaß euch beiden, ich will euch nicht stören. Eure Nashornigkeit. Der ist nicht da. Der auch nicht. Koala auch nicht. Du auch nicht. Bist du da? Du auch nicht, Emily. Okay, seid ihr alle unterwegs? Was mit dem hier? Der ist auch unterwegs. Karte, zeig mal kurz an. Links ist keins mehr, dann nur noch die zwei da unten. Okay. Ja, lustig. Lustig, lustig, tralalalala. Bald ist Nikolausabend da. Der auch nicht. Okay, Pamela. Was bist du denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Nee, bleib hier. Oh Gott. Oh nein. Oh Gott, ich bin so schlecht heute. Ich bin echt schlecht, oder? Junge. Danke. Ich hab ihn. Oh, oho. Ein Agrias-Falter. Oh, der ist ja echt schön. Der ist wirklich schön. Den bringen wir gleich noch zu Eugen. Da war Jorna. Ich möchte jetzt mal eben... Nee, Pamela ist auch unterwegs, oder was? Ach nee, die pennt noch. Okay. Als ob man noch pennt um die Uhrzeit, Leute. So, Jorna. Hi, Jorna. Ja, ich hätte ganz gern mehr Rüben. Ich glaube 1, 5, 5. Warte. 6? 9? Warte, dann können wir da was ändern. Was stand denn da? 5? Ich glaube 5 stand da, ja. Dann gehen wir hier mal auf 6. Das ist schon zu viel. 3. Kommen wir der Sache etwas näher. Hier, perfekt. Ja, her damit. Boah, aber die wird auch reich, ne? Kann ich nicht die Rüben einfach anpflanzen oder so? Dann werde ich nämlich reich und nicht die.
Nee, Eier brauche ich nicht mehr. Sorry, tschüss. Es hat sich ausgeeiert. Und der läuft gegen die gegen den Baum. Ja, bei dem hat sich, glaube ich, auch ausgeeiert. Sind hier alle verrückt, Leute. Alle verrückt. Achso, ich wollte den Schmetterling noch wegbringen. Oh, egal, weiß gleich. Egal. So, der Raum ist nicht ganz voll geworden, aber ich habe nicht so viel Geld, leider. Leider, leider. Ablegen, ablegen. Aber es sind immer noch mehr, als ich beim letzten Mal hatte. Und nicht genug Platz, okay. Geh ich hier hin. Bringen den schönen Schmetterling nach Hause zu Eugen. Der kümmert sich um ihn gut. Der kümmert sich, glaube ich, gut um die. Ah, guck mal, ist doch noch fast voll geworden, ne? Ja, sieht doch gut aus. Dann tun wir die Glückseier jetzt erstmal ins Lager wieder. Unkraut kann auch ins Lager. Oh Gott, endlich wieder Platz, ja? Und ab morgen keine Eier mehr, ey. Ich raste aus, endlich. Dass ich diesen Tag nochmal erleben darf. Ach, danke. So, und schnell weg. So, warte, ich guck mal ganz kurz, ob wir hier noch einen Sternensplitter haben. Sternensplitter, ich glaube nämlich, eigentlich schon, oder? Meine schon. Ja, da haben wir tatsächlich welche. Jetzt brauche ich nur diesen Stehauf-Ost, glaube ich. Glaube ich, meine ich. Zumindest. Ich nehme dich mal einfach. Na, gucken wir mal kurz. Können wir uns den Stab mal eben basteln. So, dann können wir den Ost vielleicht zeigen. Vielleicht kriegen wir da noch irgendwas. Keine Ahnung. Wahrscheinlich kein Rezept, aber irgendwas. So, wir gucken durch. Da ist er. Okay, herstellen. Da, ein Häschentag. Ding. Super. Super, den zeige ich jetzt Ost und dann Museum und dann sind wir fertig. Super, super. Guck, der Part, der geht nur fast 50 Minuten. Oh mein Gott, es fühlte sich an wie 10. Wirklich. Obwohl, ich habe ja die ganze Zeit auf der Zeit geguckt, ne? Wem erzähle ich hier was? Hallo, ich habe den Häschenstab fertig. Ja. Okay, dann nicht. Dann lass mich in Ruhe. Tschüss. So, Museum. Hallo. Oh, er schläft schon wieder, ey. Ja, ich möchte was spenden. Agias, Falter. Ja, lass hören. Oh, ach so, gut, wenn das so ist, Hüste. Manche behaupten, der Agias Falter sei einer der schönsten Schmetterlinge der Welt. Pah, kann ich nur sagen, pah, ihre Flügel mögen farbenprächtig sein, doch wie sie herumschwarzeln. Oh ja, Agrisfalter fliegen so schnell, dass es gar nicht so einfach ist, einen zu fangen. Das stimmt, ich sollte ihnen wohl zu ihrem Glück gratulieren. Doch mir erscheint dieses Insekt wie eine Unglücksbote. Achso, er hasst Insekten. Achso, ich dachte, er freut sich darüber. Okay, dann nicht. Dann sorry, Eugen. Okay, Leute, das war's mit Animal Crossing für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, euer Kamitor rein und ciao. Rechts ist die Playlist, links das neueste Video.